und erkenntnisreiche Tagung. Vielen Dank. So, ich mache dann mal gleich weiter mit diesem Mikrofon. Wir kommen jetzt zu der ersten Runde. Das mache ich mal von hier aus. Ja, Abfallvermeidung. Ich habe es schon gesagt, das ist eigentlich sozusagen die erste Stufe der Abfallhierarchie, aber das kommt nicht so richtig zum Tragen. Also Abfallvermeidung ist so ein bisschen seltsam unreguliert. Und Benjamin Bongard, der beim NABU, Naturschutzbund Deutschland, Leiter Ressourcenpolitik ist, wird uns jetzt ein bisschen Hintergrund geben, warum das eigentlich so ist, wie das eigentlich aussieht, eine kleine Bestandsaufnahme, wie es eigentlich Abfallvermeidung in der Bundesrepublik Deutschland heute organisiert. Bitte schön. Danke. Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich arbeite in der Bundesgeschäftsstelle vom NABU. Der NABU ist international organisiert im BirdLife-Netzwerk. Vielleicht für die internationalen Gäste, wir sind auch Mitglied im Europäischen Umweltbüro. Und ich bin hauptamtlich in der Bundesgeschäftsstelle tätig und befasse mich mit drei Kolleginnen mit Ressourcenschonung. Da bringen wir sozusagen das ganze Potpourri, was man als Umweltverband und Multiplikator so mitbringen sollte, auch mit. Wir haben entsprechende Internetseiten, auch die so ein bisschen in die Zielgruppe Gesellschaft gehen. Wir machen natürlich Stellungnahmen zur Politik. Wir haben uns mit Nutzen statt Besitzen gemeinsam mit der Böll-Stiftung mal befasst, was ja so ein bisschen in die Richtung alles geht, also die Möglichkeiten überhaupt schafft. Worüber sprechen wir heute? Ich dachte, wenn ich schon die Gelegenheit habe, den Opener zu machen, dann zeige ich Ihnen nochmal die Abfallhierarchie, damit es alle nochmal gesehen haben. Das ist gültiges EU-Recht und auch deutsches Recht. Die Abfallhierarchie heißt, Abfälle sollten in erster Linie vermieden werden, deshalb habe ich es grün gemacht. Wenn das nicht geht, sollten sie zur Wiederverwendung vorbereitet werden und ansonsten sollten sie vielleicht recycelt werden und erst an allerletzter Stelle energetisch verwertet werden oder beseitigt werden, wobei das manchmal auch schwierig ist. Ich habe da ein Niveau hingeschrieben auf die Folie, weil das ist das Diskussionsniveau, auf dem man sich eigentlich, wenn man über Abfall redet, bewegt. Übers Vermeiden bewegt man sich in dieser Abfalldiskussion nicht, das erfahre ich selber am eigenen Leib. Und die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Vermeiden sind eigentlich die beiden Punkte, über die wir heute sprechen. Ja, das ist die Motivation, warum sich Normalsterbliche mit Abfallvermeidung befassen, weil Müll nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein Problem für Ökosysteme tatsächlich ist, vor allen Dingen natürlich Plastik. Das hier ist jetzt aus Ghana, könnte nicht ganz so schlimm auch an der deutschen Küste sein. Das ist die Motivation, warum Experten oder Menschen, die sich schon länger damit befasst haben, mit dem Thema Abfallvermeidung oder Ressourceneffizienz so toll finden. Sie müssen die Grafik nicht komplett verstehen. Schauen Sie sich die orangene Linie an, das sind die fossilen Energieträger, sprich Erdöl. Ich habe so ein bisschen den Fokus auf Plastik gerichtet. Man kann natürlich bei Abfallvermeidung und alles, was Endverbraucher angeht, den Fokus auch auf Papier richten. Aber Plastik ist fast in allen Konsumgütern drin, die heutzutage so unterwegs sind. Und wichtig ist der Trend, die weltweite Materialentnahme, das ist die hier dargestellt ist, geht rapid nach oben und prognostiziert ist, dass in 15 Jahren 3 Milliarden mehr Konsumenten, wie Sie hier alle sitzen und wie ich einer bin, da sitzen, die alle Plastik konsumieren und alle Verpackungen konsumieren und alle genau diese Güter nachfragen, die wir eigentlich vermeiden wollen. Das zeigt die Debatte muss sich darum drehen und es muss auch massiv der Rohstoffverbrauch insgesamt gesenkt werden. Rohstoffverbrauch senken bei mehr Konsum ist so ein bisschen schwierig. Das hier ist eine Darstellung aus der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Schauen Sie sich die gestrichelte Linie an, die unwichtigste ist eigentlich die wichtigste. Das ist nämlich die Rohstoffentnahme und die Importe für Deutschland, die stagnieren, die müsste eigentlich runtergehen. Das ist so ein bisschen das Problem, vor dem wir stehen. Der Vortrag, den können Sie sich gerne angucken, Sie müssen jetzt nicht in jede Grafik einsteigen, ich wollte damit nur zeigen, wir brauchen eigentlich, Entschuldigung, der muss nicht runtergehen, sondern muss hochgehen, weil die Produktivität da gezeigt ist. Da oben ist so eine kleine 200 gezeigt, da wollen wir, oder will die Bundesregierung im Jahr 2020 sein, gegenüber 1994
wird sie wahrscheinlich nicht schaffen und danach ist noch so ein bisschen ein Fragezeichen. So, warum spreche ich von Plastik oder auch von Plastik? Plastik ist überall, in jedem Konsumgut, in jeder Verpackung. Es stellt ein großes Problem in der Natur dar, weil es nicht abgebaut werden kann. Und warum ist es überhaupt so, erregt es so die Gemüter? Weil 40% alles Plastiks in der Verpackung oder in den Verpackungen untergebracht ist und nochmal 20% in den Konsumgütern, Haushaltswaren etc. Das heißt, da wo die Endverbraucher direkt nachfragen und nicht die Industrie, da wird auch viel Plastik eingesetzt. Und das ist ein fürstlicher Markt, wenn Sie sich hier die Wachstumszahlen angucken, über 300 Millionen Tonnen weltweit. Also wenn man in Aktien investieren will, dann in die Kunststoffindustrie. Sabine Drewes hat es eben gesagt, schauen Sie sich hier die lila Säule an, die ist stabil in Deutschland. Das sind jetzt das Abfallaufkommen für Deutschland. Wir sprechen über die Siedlungsabfälle, Sperrmüll, Verpackungsabfall, Bioabfall, ungefähr über den Daumen immer 50 Millionen Tonnen. Die Menge, das sind Gewichtsprozent, ja? Also sprich die Masse an Abfall, die pro oder für den Staat Deutschland gewogen wird, bleibt gleich. Aber die Menge an Plastik steigt massiv an und das ist hier auf einer Folie dargestellt. Wir haben 16,6 Millionen Tonnen Verpackungsmüll, nicht nur von den privaten Endverbrauchern, sondern auch von Gewerbetreibenden wie Kinos, wie Möbelhäuser, ich weiß nicht was. Und da wächst das Abfallaufkommen beim Verpackungsmüll. Und wenn man von Verpackung redet, ist immer Glas, Metall, Papier, Plastik etc. Das ist auch vor diesem wirtschaftlichen Einbruch 2007, 2008 so gewesen. Also dieses Wachstum ist jetzt nicht irgendwie dadurch begründet, dass es 2009 so schlecht konjunkturell aussah. Ein Wort zur Plastiktragetasche. Sie ist eine Chance, weil sie die Medienaufmerksamkeit bietet. Im Endeffekt ist es aber, wenn man sich nur über die Plastiktüte austauscht, ist es viel zu kurz gedacht, denn Verpackungen sind noch mehr als Serviceverpackungen. Und ein Fehler, den man aber mit Plastiktüten macht, ist, man diskutiert gerne das Material. Welches Material ist für das falsche Produkt das Richtige? Es kann keine richtige Antwort darauf geben, denn man muss über die Mehrfachnutzung eines Tragebehältnisses sprechen und nicht über das Material. Und das gilt eigentlich für jede Verpackung. Und wenn man eben gesehen hat, 40% alles allen Kunststoffs geht in die Verpackung, ist eben Verpackung ein wichtiges Thema. Hier kurz so ein paar Zahlen. Insgesamt der Kunststoffabfall, nicht der Kunststoffverpackungsabfall, sondern der Kunststoffabfall, wird zu 35%, also circa ein Drittel geht nur in die stoffliche Verwertung, der Rest wird verbrannt. Es gibt so ein paar gute Beispiele, wo auch tatsächlich hochwertiges Kunststoffrecycling gemacht wird, aber Recycling ist nicht wirklich eine Lösung im Kunststoffbereich. Ups, Entschuldigung. So, dann haben wir die Beispiele, die heute so ein bisschen diskutiert werden. Wir haben im Endeffekt ein paar Zahlen erhoben, deshalb habe ich die hier mitgebracht, wenn wir noch mal so eine Auswertung machen lassen. Heutzutage sind mittlerweile 63% alles Obst und Gemüses in Deutschland sind vorverpackt, also in Kunststofftrays, in Mandarinenkisten, ich weiß nicht was, in Plastikfolien. Das heißt, die lose Ware kaufen wir auf dem Markt, das ist nur noch ein Drittel. Beziehungsweise, also das sind die Knotenbeutel. Ja, die Knotenbeutel muss man auch sozusagen angeben. Wie kann man sozusagen ohne Plastiktüte einkaufen? Aber so ganz lose machen wirklich nur eine Minderheit der Bevölkerung. Problem, Marketing, ganz klar. Also es wird eine Verpackung wird designt dafür, dass sie wahrgenommen wird, dass sie groß wirkt, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin sie wahrnimmt, dass sie vielleicht auch bestimmte Funktionen erfüllt, dass hier keine Tröpfchen sich bilden oder so, aber es hat nichts mit Ökodesign zu tun. Ja. Dann Marketing gibt es natürlich auch, Müll verwerten und daraus Textilien machen oder sowas. Ist irgendwie ein netter Ansatz, aber löst das Problem nicht und den Müll hier, den wird man auch niemals aus irgendwelchen Meeren fischen können oder so. Also da betuppt man sich immer so ein bisschen selber, wenn man denkt, ah, ich habe jetzt was Gutes getan, weil ich was aus Müll gekauft habe. Damit werde ich den Müll nicht wegkriegen, das kriege ich nur mit Vermeidung hin. Diese Bleiwüste müssen Sie sich nicht unbedingt durchlesen. Da stehen ganz viele Dinge, die schon Gesetz oder Strategie jetzt in Europa und in Deutschland sind, wo man
Abfälle, wo Abfallvermeidung eine Rolle spielt, aber nirgendwo ist sie geschärft. In Paragraph 23, das habe ich noch im Kopf, vom Kreislaufwirtschaftsgesetz, da steht irgendwie, Produkte sollten möglichst so gestaltet werden, dass kein Abfall entsteht, so ungefähr. Wenn man das in eine Klasse oder was weiß ich, in eine Uniklausur bringt oder so, sie sollten möglichst die Klausur so schreiben, dass niemand bei ihnen abschreibt oder so, dann hält sich natürlich keiner dran. Das ist bei der Abfallvermeidung auch so. Es gibt kein ehrliches politisches Bekenntnis zu der Abfallvermeidung, auch nicht zu dem Vorrang, das ist nicht ausdekliniert in den Gesetzen, das steht immer in Paragraph 1 drin, aber es ist nie konkretisiert im Gegensatz zur stofflichen und energetischen Verwertung. Manches ist einfach, das können Sie sich vielleicht wiedererkennen, lose Ware, Tragetaschen etc., aber auch so Nachfüllsysteme geht es ja heute drum. Mein Fazit, Recycling ist definitiv nicht die Lösung, man muss früher anfangen, weil das Recycling ist A, nicht hochwertig genug und B, wird man niemals alles erfassen können und C, ist einfach durch die erhöhte Nachfrage, werden die Probleme weltweit noch wachsen und sie werden auch in Deutschland nicht kleiner werden. Deshalb müssen wir hier sozusagen das, was wir falsch gemacht haben, umdrehen und wieder kleiner werden. Und im Endeffekt müssen dann Handel, Hersteller und Industrie entsprechend handeln. Und deshalb bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Ihnen einen kleinen Einstieg ins Thema gegeben haben zu können.